ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem Monatsupdate für November. Ich habe noch nicht mal mein ganzes Geburtstagsgeld umgesetzt und trotzdem sind schon 42 neue Manga dazugekommen und ich hoffe, ihr freut euch auf das Update. Los geht's wie immer mit Carlson und habe ich auf jeden Fall den ersten Band von Great Priest Imhotep gekauft. Eine neue Serie aus diesem Monat, eine Shonen-Serie, die ist in 11 Bänden abgeschlossen. Und es geht halt um den namensgebenden Priester Imhotep, der strandet im modernen Japan und soll da die Magi, gottgleiche Geisterwesen, bekämpfen. Und dabei hilft ihm so ein Highschool-Mädchen, das von einem dieser Geister besessen ist. Zu dem Manga habt ihr von mir schon mal ein Gelesen-Update gesehen. Mir hat der erste Band ziemlich gut gefallen. Ich möchte aber für mein Urteil noch abwarten, was in den anderen Bänden so folgt. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch noch weiter für den Titel interessiert, dann schaut doch mal in dem eigenen Review-Video für den Manga vorbei. Dann habe ich auch gelesen den ersten Band von Bloom Interview. Der wurde ja verschoben aus dem Oktober wegen eines Druckfehlers. Der kommt mit dieser Farbseite. Ist ein Girls Love Manga, bis jetzt in 5 Bänden noch laufend. Und es geht um dieses Mädchen, die heißt Yu. Die hat jetzt in der Highschool von einem Jungen sozusagen das erste Liebesgeständnis bekommen und hat aber gehofft, dass sich halt ihre erste Liebe ganz anders anfühlt, als sie das jetzt getan hat, weil es war für sie sehr, sehr unspektakulär, dieses Liebesgeständnis. Und da öfter trifft sie sich mit diesem Mädchen, die ist im Schülerrat. Und weil Yu jetzt in diesem Schülerrat so ein bisschen aushilft, begegnen die sich halt öfter. Und die macht Yu dann ein Liebesgeständnis. Und wie sich da so diese Geschichte weiterentwickelt, das werden wir auch noch sehen. Der Manga ist ja für den Girls Love sehr, sehr, sehr gehypt. Ich bin aber mal echt noch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Weil bis jetzt habe ich jetzt noch nicht so viel Unterschied gesehen zu solchen Titeln wie Kaffee Liebe oder Ich will dich weinen sehen von Ultraverse. Irgendwie war das alles so die gleiche Kerbe. Und ich bin mal gespannt, inwieweit sich der Manga noch abhebt von diesen Sachen. Dann sind wir bei Machimaho Magical Girl by Accident von Soryu. Da habe ich auch schon mal was in einem Gelesen-Update dazu gesagt. Da geht es um ein Mädchen, Kayo Machiba. Die wurde von einem magischen Begleiter ausersehen, Magical Girl zu sein. Aber wie man schon sieht, ist sie halt absolut die Falsche für den Job und überhaupt nicht dafür geeignet. Ein Zeichenstil fand ich ziemlich cool in diesem Manga, muss ich sagen. Also der Autor und Zeichner hat auf jeden Fall was drauf. Die Geschichte ist halt wirklich so eine krasse Comedy-Parodie-Geschichte. Fand ich in einem Band mal so, für einen Band mal ganz witzig zu lesen. Aber ich weiß nicht für mich persönlich, ob das jetzt so einen hohen Wiederlesungswert hat, was so gerade noch die weiteren Bände angeht, weil ich finde das ziemlich repetitiv, wie sie immer so die Monster verkloppt und dieses Viech anschnauzt und alles Mögliche. Und ich weiß nicht, ich glaube, große Charakterentwicklung und sowas wird es da jetzt nicht unbedingt geben. Wo es eine sehr große Entwicklung gegeben hat, was diesen Manga nochmal sehr, sehr viel weiter nach vorne in meinen Top-Listen geschoben hat, obwohl er schon extrem weit vorne stand und ich ihn einfach wirklich wundervoll finde, ist auf jeden Fall beim zweiten Band von Sacrifice to the King of Beasts. Oh, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich diesen Manga liebe, weil er ist einfach ganz toll und bei meinen Top 10 Neuheiten 2018 werdet ihr das auf jeden Fall nochmal sagen. Da werde ich auf jeden Fall zu dem Titel noch ein paar Sachen sagen. Ich hoffe, ich möchte euch auch noch ein Artwork zeigen. Ja, dieses. Oh mein Gott, ich liebe dieses Artwork so sehr von dem Beast-König und von Salifir. Und auf jeden Fall geht es halt in diesem Manga darum. Ja, also in Band 1 haben wir damit abgeschlossen, dass Salifir halt sich selbst zurücknehmen wollte, obwohl sie jetzt schon die Braut des Dämonenkönigs ist. Oder seine Frau halt sogar schon, und aber trotzdem ihm jetzt die Möglichkeit geben wollte, so sein Gesicht zu wahren, indem sie sich halt zurücknimmt und erlaubt, dass er halt vielleicht noch eine Mätresse oder eine andere Frau noch als Zweitkönigin oder sowas hat. Aber der König macht ja klar, dass er auf jeden Fall nur sie als Königin möchte und keine von den anderen. Aber da lernt sie halt auch noch eine Frau kennen, die halt auch in diesem Dämonenreich halt ein bisschen schlecht angesehen ist, obwohl sie selber Dämonin ist, weil sie halt vom falschen Stamm sozusagen kommt. Und ja, das war schon auch sehr, sehr interessant. Und jetzt am Ende kommt es halt dazu, dass Salifia halt jetzt ganz viele schwere Prüfungen ablegen muss, um zu beweisen, dass sie halt die Richtige für den Dämonenkönig ist. Und die halt einfach eigentlich alle nur darauf abzielen, dass sie halt diese Prüfungen nicht schafft und dann damit halt aus diesem Dämonenreich sozusagen wieder verstoßen wird. Aber sie möchte sich halt jetzt
unbedingt für ihre Liebe unbedingt diesen Prüfungen stellen. Und ich fand den Manga wirklich, der war wirklich herzerwärmend und wunderschön. Und den fand ich mindestens genauso gut wie den ersten im Band. Und ich finde den Manga einfach ganz, ganz große Klasse. Und das ist absolut was, was ich so überhaupt, finde ich, noch nicht wirklich gelesen habe. Und der Manga macht einfach, trotz dieses Settings, was so klingt, als hätte man es schon mal gehört, unglaublich viel anders und unglaublich viel besser, dass ich den wirklich ganz, ganz toll finde. Dann sind wir auch schon bei meinem vorletzten Manga von Carlsen, auch eine Monatsneuheit, und zwar der 19. Band von Ab sofort Dämonenkönig. Den habe ich jetzt noch nicht gelesen, weil da fehlen mir ja zwischendurch doch noch ein paar Bände. Auf jeden Fall ist die Reihe mit 21 Bänden abgeschlossen und ich bin einfach mal gespannt, ob ich dann zwischendurch die Bände, die mir fehlen, auch irgendwann nochmal kaufen kann. Und dann habe ich noch einen Manga getauscht, und zwar Attack on Titan Band 5. Da fehlt mir jetzt noch Band 4, deswegen kann ich da auch nicht weiterlesen. Aber auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Attack on Titan halt wirklich leider ein Manga, den ich gerne regelmäßiger weiterkaufen wollen würde, aber in dem es leider aus Gründen dessen, dass meine Listen schon so voll sind, einfach immer nicht funktioniert. Und dann machen wir weiter mit Egmont. Und da sind wir als erstes auch bei einer Monatsneuheit von Egmont, und zwar bei Granelius von Rito Takarai, die ja sonst bei Tokyopop bis jetzt erschienen ist. Aber der Manga ist ein Square Enix Manga und Square Enix Manga darf Tokyopop ja irgendwie nicht lizenzieren. Deswegen kommt er jetzt bei Egmont und mir hat der Manga wirklich ziemlich gut gefallen. Also ich habe von Rito Takarai bis jetzt ja nur Capital of Flowers gelesen. Sie macht ja sonst diese Boys Love Sachen, den fand ich auch gut. Aber ich finde, dass Granelius nochmal einen ganz viel höheren Anspruch so in das Storytelling zum Beispiel bekommen hat und auch an das, wie sich so die Charakterentwicklung schon andeutet. Also auf jeden Fall eine, wie ich finde, schon sehr, sehr guter Einstieg in eine wirklich sehr interessante Fantasy-Serie, wie ich hoffe. Zu dem Titel hatte ich auch ein eigenes Review-Video gedreht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nochmal hochlade, weil ich gesehen, dass da leider ein Fehler drauf ist. Ein bisschen schade, weil ich fand das Video an sich eigentlich sonst wirklich gut, aber auf 30 Sekunden war das ja doch ein bisschen viel, muss ich mir noch überlegen. Und auf jeden Fall geht es in Grenadiers oder Grenadier wahrscheinlich, wie er dann richtigerweise auf Französisch heißen würde, um den jungen Lucas. Und er ist halt wirklich sehr von diesen Pflanzensamen und diesen Züchten und sowas fasziniert. Darf er aber eigentlich, er darf selber diese Samen eigentlich nicht züchten, weil das dürfen nur die staatlich anerkannten Grenadiers. Und das ist er halt einfach nicht. Und er nimmt sich vor, mit seinem besten Freund irgendwann mal diese Prüfung abzulegen, bis es halt dazu kommt, dass sein Vater, der selbst im Geheimen solche Samen züchtet, dann von der Polizei erwischt wird. Und ja, Lucas passieren dann noch ein paar andere Sachen, die ihn ziemlich verändern und die für sein Schicksal auf jeden Fall noch sehr, sehr große Bedeutung haben werden. Und mir hat der erste Band wirklich schon sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich ein ernstzunehmender Fantasy-Titel. Wie gesagt, Zeichenstil von der Rihito Takarai finde ich auch sehr, sehr schön. Hat auch schon sehr viele interessante Anknüpfungspunkte und Fährten so gelegt für dieses ganze Setting. Und ich freue mich hier auf jeden Fall schon mega auf Band 2, auch wenn es da leider dann eine große Pause gibt zu Band 3. Dann machen wir weiter mit Ogeretsu Tanaka, mit einem Manga, den ich euch auch schon mal im Gelesen-Update vorgestellt habe. Und zwar mit Let's Destroy the Idol Dream. Da habe ich auch dieses Booklet gekauft. Und solltet ihr euch jemals überlegt haben, so ein Booklet nicht zu kaufen, dann kauft es hier nicht. Weil das war, fand ich doch sehr ernüchternd für die 2 Euro Aufpreis. Auf jeden Fall ist das ja mal kein Boys Love-Titel von ihr, sondern da geht es halt um 3 Jungs, die wollen halt eigentlich eher so aus Langeweile so eine Neo-Idol-Gruppe gründen und müssen dann halt versuchen, wie sie, ja, Songs schreiben, tanzen, singen, üben. Und da gibt es halt auch noch mehr Jungs, die dann bei dieser Gruppe mitmachen sollen und ja, wie die sich dann halt so zusammenraufen. Der Manga hat für mich ein bisschen gebraucht, bis er so Fahrt aufgenommen hat. Also das erste Drittel war schon relativ langwierig zu lesen. Aber danach, fand ich, kam wirklich dieser typische Ogeretsu Tanaka wieder auf. Und ja, ich fand, es war so ein bisschen wie Come to Where the Witch Boys Are, aber ohne halt Boys Love Anteil. Und auf jeden Fall ganz witzig zu lesen. Zum Ende hin hatte ich auf jeden Fall so ein paar Lacher, wo ich gedacht habe, das war wirklich witzig. Und ich freue mich auch hier schon auf den zweiten Band und wie sich die Serie noch entwickelt. Wie gesagt, in diesem Booklet ist es halt so, dass ihr habt halt ganz viel Character Guide Sachen und dann hier vorne wirklich nur so ein paar ganz winzige Szenen noch dazu. Und ich würde wirklich sagen, dass sich das hier in dem Fall auf jeden Fall nicht lohnt, das Booklet zu kaufen. Und ja, wenn ihr euch das
gefragt habe und euch das vielleicht schenken wollt, dann kauft euch das Booklet lieber nicht. Und dann machen wir weiter mit einem Manga, den ich zurzeit auch mega, mega gut finde. Und zwar ist es Atelier of Witch Hat Band 2. Da bin ich jetzt schon, ich weiß jetzt schon, dass ich mega traurig sein werde, wenn der vierte dann raus ist und die Pause zum fünften so lang sein wird. Aber auf jeden Fall, ich weiß es nicht. Man hätte auf jeden Fall den Veröffentlichungsabstand auch jetzt schon größer wählen können. Aber auf der anderen Seite hätte man dann natürlich auch auf diese Bände schon deutlich länger warten müssen. Und ich finde es eigentlich auch schön, dass wir zum Einstieg doch ein bisschen was von der Geschichte jetzt lesen konnten, relativ schnell hintereinander. Weil mir gefällt der Manga wirklich unglaublich gut. Ich kann gar nicht sagen, wie gut ich den finde. Weil ich muss auch sagen, ich persönlich finde diese Fantasy-Settings mit diesen Magierschulen und Magierschülerinnen, die sind im Manga-Bereich echt nicht so sehr häufig. Wahrscheinlich so im Jugendbuchbereich und so gibt es ja wahrscheinlich ganz viele. Aber im Manga-Bereich gibt es eigentlich echt nicht so viele. Also mir sind so insgesamt jetzt so 3, 4 eingefallen und die sind alle unglaublich unterschiedlich. Und ich finde, dass dieser Manga wirklich unglaublich etwas Eigenes hat und wirklich absolut nichts gibt, was damit vergleichbar ist zurzeit. Ich bin mal gespannt, wie es diesbezüglich mit Little Witch Academia aussehen wird. Aber das ist halt wirklich auch mehr so ein Comedy-Titel, während das halt eher wirklich so ein ernstzunehmender Fantasy-Drama-Titel ist und deswegen schon vom Genre ja her einen ganz anderen Anspruch hat. Auf jeden Fall hat sich ja die Geschichte hier um unsere Hauptprotagonistin weiterentwickelt. Die Schülerinnen von diesem Atelier wurden auf jeden Fall von Quiffray noch aus dieser Situation, dieser Cliffhanger-Situation aus dem ersten Band gerettet und ja, mussten sich dann schon wieder so dem Alltag stellen und auch, ja, Quiffray hat sie dann mitgenommen zu einem Unglück, was passiert ist, wo die beiden, also in dem Fall eigentlich sie und Agathe vor allen Dingen, die sollten halt eigentlich den Dorfbewohnern helfen und sich jetzt nicht so krass an Magie und sonst irgendwas versuchen, aber das ging halt auch wieder so ein bisschen nach hinten los und jetzt gibt es zum Schluss von dem Band auch schon wieder einen krassen Cliffhanger und ich freue mich auch hier schon, wenn Band 3 wieder dann erscheinen wird, weil ich finde den Manga einfach mega gut. Der kam ja auch mit einem Extra und zwar mit diesem Artbook, das ich mir zwar ein bisschen dicker gewünscht hätte, aber wo ich zumindest froh bin, dass es überhaupt mal ein Extra ist, was ich an sich eigentlich wenigstens ganz gut fand. Also wenn es ein bisschen dicker gewesen wäre, hätte ich es noch ein bisschen besser gefunden, aber so waren wenigstens noch schöne Zeichnungen dabei. Dann geht's weiter auch mit einer Monatsneuheit und zwar Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Den lese ich ja, wie gesagt, noch nicht, weil ich erst doch gerne Cardcaptor Sakura lesen möchte. Und ich habe zwar, werdet ihr feststellen, diesen Monat bei Clamp einiges aufgeholt, aber leider diese Reihe noch nicht. Dann habe ich mir auch mal wieder geholt Given Band 4, weil der ist ja wirklich immer super, super schnell ausverkauft. Also beziehungsweise die erste Auflage ist immer sehr schnell weg und da ist dann diese Karte halt leider nicht mehr dabei. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Auch sehr schade, dass wir jetzt eine relativ lange Pause bis Band 5 haben. Es geht halt darum, wie jetzt gerade die anderen beiden Bandmitglieder so ein bisschen eine Sinnkrise haben. Der eine so ein bisschen in seiner Beziehung, der andere so in seinem musikalischen Schaffen. Und auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt, was sich da für die Band draus ergibt. Und dann machen wir weiter mit einer Serie, wo ich auf eBay Kleinanzeigen die ganze Serie auf einmal bekommen habe. Ich habe gesagt, es ist einiges von Clamp dazugekommen. Und da sind wir als erstes bei Kobato 1 bis 6. Den hätte ich mir persönlich nicht getraut, einzeln zu kaufen, weil der sechste Band relativ stark vergriffen ist und ziemlich teuer ist. Und deswegen habe ich gedacht, nur zusammen oder gar nicht. Und da hatte ich jetzt auf jeden Fall extremes Glück gehabt, dass ich alle zusammenbekommen habe. Ich habe auch die Serie schon gelesen. Ich fand die wirklich wieder sehr, sehr süß. Wenn ihr euch fragt, ob es eine Serie gibt, die man davor vielleicht gelesen haben sollte, dann ist es eventuell Wish. Weil es gibt doch einige Anspielungen zu Wish hin. Es sind ja so die zwei, in Anführungszeichen, größeren Romance-Serien, die Clamp überhaupt so gemacht hat. Wie schon ein bisschen bei Chloe werden wir auch hier mitten in die Situation reingeworfen. Und zwar in die Geschichte dieses Mädchens. Kobato heißt sie und sie muss ja die Herzen der Menschen reinigen beziehungsweise den Kummer aus den Herzen der Menschen vertreiben und diesen Kummer dann in einem Glas sozusagen sammeln und wenn dieses Glas voll ist, dann wird ihr ein Wunsch erfüllt und auf jeden Fall merkt halt, dass sie kein ganz normales Mädchen ist, also sie ist nicht wirklich so von dieser Welt und sie ist wirklich unglaublich schusselig und an ihrer Seite ist halt so diese Begleiter Plüschtier, der halt, man wird merken, dass es halt eine verwandelte Person sozusagen ist,
eine bestrafte Person und da geht es ganz viel um Engel und Dämonen, wie gesagt. Deswegen ist es auch ganz gut, dass ihr, wenn ihr Wish vorher gelesen habt, wenn ihr ungefähr so diesen Konflikt kennt, auch wenn der etwas später spielt, hier in dem Fall. Aber auf jeden Fall lernt halt Kobato bei dieser Suche nach Menschen mit gebrochenen Herzen zwei Leute kennen, die ja einen Kinderhort betreiben zusammen. Und da geht es dann ganz viel um unerwiderte Liebe oder Schwierigkeiten, die sich da unseren Protagonisten in den Weg stellen. Und ja, auf jeden Fall fand ich den Manga wirklich sehr, sehr schön. Hat jetzt nicht den allerhöchsten Anspruch, aber ließ sich wirklich wundervoll weglesen, war teilweise echt rührend. Und auf jeden Fall auch das Ende war wieder so ein bisschen wie bei Wish. Also es gibt in diesem Romance-Manga bei Clamp nicht immer so das super Happy End, aber es ist auch nicht super düster. Also es ist immer so ein bisschen, wenn du das gibst, kriegst du das. Und auf jeden Fall hat mir das sehr, sehr gut gefallen und ich fand den Manga wirklich ganz, ganz toll. Und dann machen wir nochmal weiter mit Clamp. Und zwar gleich nochmal bei zwei verschiedenen Verlagen sozusagen. Und zwar zum einen, da war ich wirklich, also habe ich mich gefragt, wie das eigentlich passiert ist, weil ich habe diesen Manga noch nie irgendwo bei irgendeiner Börse wie Medimobs, Rebuy oder so gesehen, also diesen speziellen Band. Und dass ich den jetzt einmal gleich bekommen habe, der stand nur auf Zustand gut, aber der ist echt in Ordnung, deswegen sage ich überhaupt nichts und der war echt nicht mal ansatzweise so teuer, wie er hätte sein können. Und zwar rede ich von XXXHolic Band 15. Band 15, der am schwersten vergriffene Band dieser Reihe. Mittlerweile zusammen mit Band 18, aber Band 15 ist eigentlich immer noch schwerer zu bekommen. Und weil ich ja auch in diesem Monat mal Tsubasa Reservoir Chronicle vollständig nochmal gelesen habe, habe ich festgestellt, also Band 15 ist auch sozusagen parallel zu der Abschlusshandlung, also von Band 28. Also die weiteren Bände von XXXHolic werden jetzt eine weiterführende Geschichte erzählen. Also alle Crossover zu Tsubasa Reservoir Chronicle müssten eigentlich jetzt erledigt sein. Und er hat mir auch schon wieder richtig gut gefallen. Ich bin so froh, dass ich den bekommen habe. Und weil zur Feier des Tages habe ich mir auch die Fortsetzungsreihe schon mal geholt. Die gibt es ja nur im Englischen, beziehungsweise habe ich die jetzt angefangen. Und zwar ist das XXXHolic Rave von Kodansha in dem Fall. So werden sicherlich auch die alten XXXHolic-Bände bei Kodansha ausgesehen haben. Und da muss ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass wir die Egmont-Edition haben. Nicht nur, weil der leider keine Farbseiten hat, sondern weil ich das Papier auch nicht ganz so schön finde. Also da muss ich jetzt Egmont wirklich mal loben. Auf der anderen Seite ist hier vielleicht der Druck ein kleines bisschen besser. Aber auf jeden Fall gefällt mir so vom Anfassen her die Egmont-Edition eigentlich besser. Aber ich bin schon mega gespannt, wenn ich den irgendwann mal lesen kann, was allerdings noch so weit dauern wird, bis ich XXXHolic mal fertig habe. Und das kann ja deswegen noch ein bisschen sein.